gibt Menschen, die sich da nicht so eine Platte drum machen. Und ich gehöre dazu. Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager in Bad Gögging wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Ihr Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Das Teamhotel von Dynamo, das Marc Aurel Spa und Golf Resort in Neustadt an der Donau, steht zwischen Regensburg und Ingolstadt mitten in der Idylle Bayerns. Auch am zweiten Tag im Sommertrainingslager arbeitet die SGD bei besten Rahmenbedingungen. Wir haben hier alles, was wir benötigen, vor allem Ruhe. Hier ist jetzt kein großer Wirbel drumherum. Und ich denke, das passt alles, der Rasen ist gut, die Bedingungen sind top und deshalb haben wir hier alles, was wir brauchen. Neben den harten Anstrengungen wartet vor jeder Übungseinheit das gefürchtete Dackelspiel von Uwe Neuhaus. Erik Berko und Niklas Hauptmann haben sich das Leibchen am Dienstag erspielt. Eine Erklärung dafür hat auch Dynamos Co-Trainer Matthias Lust nicht. Nee, eben nicht. Deswegen habe ich ihn ja gefragt, weil er ist ja eigentlich technisch sehr, sehr ansprechend. Aber mit dem Kopf halt. Ja, die Nerven versagen dann oft. Wer sind so die typischen Kandidaten für Dackelleibchen? Mein Freund Erik. Wobei, er hat sich jetzt viel vorgenommen in den nächsten Tagen. Und noch gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Noch keine Taktik zurechtgelegt? Nee. Weil es gibt Menschen, die sich da nicht so eine Platte drum machen. Und ich gehöre dazu. Und wenn man ein Jahr das Leibchen regelmäßig getragen hat, stumpft man da diesbezüglich ab. Übung macht auch bei den internen Wettbewerben schließlich den Meister. Immer weiter und nur nicht aufgeben, zahlt es sich für Niklas und Erik am Mittwoch letztlich aus. Die mit dem Leibchen verbundenen zusätzlichen Verpflichtungen sind sie damit vorerst einmal los. Aber von den Trainingsanstrengungen sind sie damit natürlich nicht entbunden. Für den zweiten Tag war es eigentlich jetzt recht ordentlich. Wir haben jetzt eher im taktischen Bereich gearbeitet, weil wir ein neues Spielsystem bzw. das altbewährte besser einstudieren wollen und dass die Abläufe halt besser ablaufen. Gestern, ja, das war eine lange Busfahrt, konnte man noch nicht so intensiv trainieren, da wir erstmal die Muskeln frei bekommen, dann trotzdem war es relativ intensiv, relativ lange und ich glaube, dass ja, heute früh nochmal eine lockere Einheit und am Nachmittag geht es ja zum Spiel gegen den VfB und da liegt dann auch voll der Fokus drauf. Jeder Spieler steckt die Trainingsbelastungen anders weg. Aber für jeden gilt, dass man sich zwischen den Einheiten gut regeneriert, viel schläft und die Beine zur Erholung in die Eistonne steckt. Ja, die Vorbereitung ist immer hart. Das macht zumindest mir relativ wenig Spaß. Obwohl, dann, wenn man den Ball dazu hat, geht es immer noch. Und da muss man einfach durch. Also das gibt es auch keine Fragen, keine fragenden Blicke. Da muss man einfach durch und durchbeißen. Hast du ein Geheimrezept? Außer der Wille? Geheimrezept gibt es nicht. Ich laufe so lange, bis ich umfalle. Vorher laufe ich immer weiter.